habe die Mama gefragt, ob der Game Master zu mir kommt, weil ganz oft ist er zum ganz großen YouTuber gekommen, also denke ich, er kommt auch zu uns. Ich habe ja versucht, der Ava zu erklären, dass es diesen Game Master überhaupt nicht gibt. Und, was sagst du dazu? Gibt's ihn. Du meinst echt, es gibt den? Aha. Was willst du da mal machen? Ich habe eine Idee. Also wir machen eine Kamera draußen und dann warten wir, bis er kommt. Meinst du echt, du willst eine Kamera hinstellen? Ja. Denkst du denn, der Game Master kommt heute? Aha. Warum sollte der denn gerade heute kommen? Weil vielleicht kann er Instant-Videos machen. Da, du meinst, er kann vielleicht deine Gedanken lesen eher, ha? Ja? Ja, wir können es ja mal probieren. Aber bevor wir jetzt die Kamera dahin stellen, haben wir wieder eine Challenge, wo ich schaffe, die ist in 3 Sekunden. Das sind 2. In 3 Sekunden. Dann noch im Notstand. Die Glocke anzuschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreibt, ein Fragezeichen in die Kommentare. Supi, so macht ihr das. Und dann schreibt uns auch mal dazu, ob ihr denkt, dass der Game Master echt ist oder nicht. Und habt ihr schon mal solche Videos gesehen? Ava schon. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der auch zu uns kommt. Jetzt brauchen wir erstmal die GoPro, oder? Ja. Und 10 Stunden später immer noch reden. Genau. So, also, wir holen die GoPro. Ja. 2000 Jahre später. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die im Flur hinstellen. Vielleicht soll ich schon mal anmachen. Du kannst sie schon mal anmachen, ja. Weil wir müssen die ja irgendwie versteckt hinstellen, Ava. Damit der Game Master die dann nicht sieht. Vielleicht da oben hin? Das ist vielleicht zu hoch, Engel. Ja, da hoch. Vielleicht können wir noch den Blumentopf. Schau mal. Alles gut. Nimm noch mal den Blumentopf und mach den irgendwie dazu. So, dass man auch was sieht. Irgendwie da so rein, ja? Okay. So haben wir es jetzt aufgebaut und direkt da die schwarze Ding ist die Kamera. So, bist du aufgeregt? Ja. Gut. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ja, komm, wir verstecken uns mal. Okay, wir gehen einfach ins Wohnzimmer. Eine Stunde später. Ich habe was gehört. Ich habe nichts gehört. Aber immer nur, wir haben was gehört. Nein, ich habe nichts gehört. So, guck einfach mal. Okay, los. Was, ich sehe nichts außer Tisch. Ach du Gott. Oh mein Gott, das ist ein Paket vom Game Master. Oh mein Gott. Ihr Lauf holt's. Du wolltest das Paket? Nee. Na, du wolltest es, du holst es. Ich bin ein Kind. Ja, na und? Nein, ich mach das. Okay. Du möchtest doch nicht du. Du bist ganz schön tapfer. Da ist... Ja, ich weiß nicht, was drin ist. Wie nimmst du das denn? Nee. Wir müssen uns jetzt auch gleich mal das Material angucken, was auf der GoPro drauf ist. Okay. Okay. Wir haben es jetzt angeguckt und der Game Master ist irgendwie einfach reingekommen. Durch die Haustür ist der gekommen, gell? Oh Mann, na dann guck mal. Okay, dann guck mal, was da drin ist. Hä, das ist ja Weihnachtsgeschenkpapier von innen. Das ist ja seltsam. Ava, soll ich es vorlesen oder willst du? Du sollst. Okay. Auch, dass man so ein Paket bekommt. Nee, also da steht, Ava, du wolltest wissen, ob es mich gibt. Hier der Beweis und ein paar LOL-Puppen, die es in Deutschland nicht gibt. Gib Acht, ich kann jederzeit wieder auftauchen. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Der Game Master. Guck mal, ob da wirklich LOL-Puppen drin sind. Hä? Kriegst du es überhaupt auf? Gibt's es nicht auf. Oh mein Gott, Ivy, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Oh nee, da ist der Game Master wieder, Ava. Auf dem Balkon. Du siehst Sachen, tut mir leid. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ivy, nimm das Paket, renn.
werden. Wir nehmen das mit ins Filmstudio, okay? Wir sind jetzt hier mit seinem Paket ins Filmstudio gerannt, denn oben war es uns echt zu unheimlich. Aber wir müssen natürlich jetzt gucken, was da drinnen ist. Nicht, dass der Game Master noch mal ins Haus kommt. LOL Hair Goals. Aber was ist denn hiermit? Mann, er hat schon eins aufgemacht. Warum hat er denn schon eins aufgemacht? Unfair. Der weiß doch, hat doch einen Brief geschrieben, dass wir die hier nicht kriegen können. Und was ist das? Ein Puppenpreis, glaube ich. Da hat er Schleim dran, ne? Die ist aber süß, die Puppe. Die hat hier so kleine Freckles. Ich zeige euch die gleich nochmal. Sommersprossen. Sommersprossen, genau. Entschuldigung. Ja, okay. Also das sind LOL Hair Goals und das soll hier aussehen, glaube ich, wie eine Haarspraydose. Okay, dann mach mal dein LOL Hair Goal auf. Hoffentlich ist da nichts Unheimliches drin. Also ich bin ja doch noch so ein bisschen mitgenommen, dass ich den gerade auf dem Balkon gesehen habe. Wie ist denn der eigentlich auf den Balkon gekommen? Superkräfte. Vielleicht kann der richtig gut klettern. Das macht mich gerade voll fertig, Ava. Das sind hier LOL Hair Goals. Und zwar haben die Püppchen dann die Haare wohl schon drin. Warte, ich habe da schon mal ein Video. Da steht 15 Überraschungen, aber ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Naja, mach einfach mal auf. Aber die Dose ist schon cool, ne? Ja. Okay, soll ich dir helfen? Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh, guck mal, die Dose hat eine andere Farbe. Die ist jetzt eher rosa. Ich glaub, das ist Haircut. Seht ihr? Haircut? Pixie Cut. Pixie Cut ist ein Kurzhaarschnitt. Hat die jetzt kurze Haare? Hier, mach mal weiter auf. Jetzt war es nicht wieder. Ja, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin schon total verwirrt. Und er hat auch geschrieben, sei vorsichtig, was du dir wünschst, du könntest es bekommen. Das könnte in Erfüllung gehen, oder was hat er geschrieben? Es könnte in Erfüllung gehen. Ach so, er hat nicht gesagt, es wird in Erfüllung gehen. Oh, guck mal, das sieht auch wieder aus wie so eine Haarspraydose. Oh, zeig mal, wie die aussieht. Die sieht ja cool aus. Eigentlich ist das schon cool, was der dir gebracht hat. Ja, vielleicht ist er nett. Wer weiß. Oh mein Gott, Pixie Cut. Pixie Cut ist ein Kurzhaarschnitt, sag ich doch. Die sieht ja stark aus. Ich wollte die mal haben. Du hattest dir das gewünscht und jetzt hat er dir genau die gebracht. Ich krieg einen zu viel. Eigentlich ist es doch gut, dass er die gebracht hat. Ja, es ist ja nicht ganz verkehrt, aber trotzdem finde ich das irgendwie super unheimlich. Kriegst du es nicht auf. Schaut mal, die hat hier wie so ein Gummi-Outfit erst an und jetzt ist sie ein kleines Nacki-Dai. Oh cool, das ist, das kann man hier oben wohl dran machen. Das fehlt hier auch. Ah, guck mal, das sieht aus wie Lockenwickler. Stark, die kann man hier sogar abmachen und wieder dran. Ja, eine Haare ist hier bekommen. Sehr diese cool. Haare kann man kennen. Und dann sind da auch noch so, guck mal, da ist noch was. Und dann war da nicht noch ein großes irgendwo? Nee. Oh. Flasche an. Guck dir die schon mal. Cool. Ich hatte mir die mal gewünscht. Das war schon komisch bei den anderen 3 und Nacht Challenges. Erst dachte ich, ich weiß, warum du dachtest, er ist nicht echt. Passiert doch nur bei 3 und Nacht. Eben. Und die sind ja auch nicht echt, ne? Schau mal, hier oben hängt noch was drin. Seht ihr das? Hier so. Magst du es dir rausholen? Ich zeige euch so eine dann nochmal ganz genau. Okay. Tada! Okay, ist die fertig angezogen? Ja. Ach, die hat ja auch voll die süße Trinkflasche. So richtig bunt. Cool. Mach mal das andere auf. Soll ich das aufmachen? Aha. Dann mach du das doch auf. Okay. Immerhin hat das dir gebracht, stell dir mal vor, ich mach das auf und dann kommt der Game Master. Ja, ja. Ja, stell dir mal vor, der kommt dann, wenn du nein. Das. Nein. Wenn ihr wisst, wofür diese Lupe ist, schreibt es uns bitte unten in die Kommentare. Ah, die Farbe ist wieder die gleiche wie diese. Messy Bunny. Messy Bun, genau. Das ist Messy Bun, das ist, wenn man sich die Haare so ganz wild hoch macht, weißt du? Messy Bun. Vielleicht hat die. Cool. Und so sieht es dann von innen aus. Die wurde geköpft. Oh nein. Wir haben duplicate. Oh. Ach, wie schade. Und dann brauchst du das jetzt auch gar nicht weiter erstmal aufmachen, oder? Ja.
Weißt du was, vielleicht machen wir das wieder zurück und geben es der Erin? Okay, das geben wir Evas Cousine, die freut sich. Dann kann sie zwar die Verpackung nicht abmachen, aber noch diese ganzen Rollen und so. Natürlich, aller Fairness halber noch sagen, dass das natürlich nicht echt ist. Ja. Den Game Master gibt's gar nicht. Ich habe diese Puppe schon aufgemacht. Die hat die Ava in Irland aufgemacht. Und wenn ihr unser Ava darf 10 Minuten alles im Toys R Us gucken Video gesehen habt, dann wisst ihr auch, woher diese LOLs sind. Mhm. Die hat sich die Ava nämlich in Irland ausgesucht. Wir wollen euch immer sagen, wenn wir hier solche unheimlichen Sachen machen oder pseudo-unheimlichen Sachen, wenn es echt ist oder nicht. Und so Sachen sind natürlich nicht echt. Die sind auch bei den anderen nicht echt, ihr Lieben. Ihr braucht ja keine Angst haben, wenn ihr sowas seht. Denn du hast manchmal, wenn du sowas siehst, Angst, ne? Wenn die Leute das nicht dazu sagen. Deswegen, ich finde sowas auch immer ganz spannend. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, dass sowas nie echt ist. Wie die 3 Uhr nachts Videos, die sind bei uns nicht echt. Wir sagen es euch immer. Die sind aber auch bei den anderen nicht echt. Die sind spannend und die sind cool. Ja, und ihr schreibt uns jetzt bitte nochmal in die Kommentare, ob ihr noch ein Game Master Video von uns sehen möchtet. Mhm. Dann lassen wir uns nämlich noch was Cooles für euch einfallen. Mal schauen, was der dann das nächste Mal macht. Ach du Gott. Ava. Hallo ihr Lieben. Jemand ist gestern hierher gekommen. Wartet mal. Also, wir zeigen euch jetzt mal, was passiert ist. Aber bevor ihr das guckt, wir haben eine Challenge. Ihr schafft es in 3 Sekunden, den dann 100 Schlagen, die Glocke zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Game Master in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein Emoji in die Kommentare. Schaut mal, das noch so ein. Mama! Ja? Guck mal! Was? Da ist noch ein Game Master Paket. Warte, ich komme. Oh, Ava, ja. Auch da. Das letzte Mal habe ich schon angefasst. Soll ich es diesmal anfassen? Ja? Oh Mann. Machst du uns mal mehr Licht, bitte? Jetzt ist hell. Okay, komm, setz dich mal her. Ich setze mich auch. Okay. Ian? Yeah? Hast du das auch gesehen, was da steht? Was steht da? Hier, guck mal. Das ist Game Master. Was? Ja, ich glaube, der Game Master war wieder da. Oh Mann. Ich bin nicht sicher, ob es Glück oder Unglück ist. Unglück, glaube ich. Oh, nee. Okay, also Papa ist wieder ab. Soll ich's aufmachen? Ich soll es aufmachen. Ich glaube, du musst es aufmachen, ja. Das ist ein Game Master. Zeig. Ach du Gott. Ava. Hm? Da ist eine Maske vom Game Master drin. Okay, und was noch? Zieh mal raus. Ketchup? Ketchup? Der will uns doch nicht umbringen und uns sagen, das ist Blut, oder? Ih, die ist schon auf! Zeig mal! Yep, das ist Ketchup. Ah. Ich erkenne immer Ketchup. Der hat dir offenes Ketchup geschickt. Okay, und was ist noch drin? Ein Kind. Okay. Nächstes Mal. Ava, dieses Mal habe ich eine Challenge für dich. Schaffst du es, den ganzen Tag alles nur mit Ketchup zu essen? Die Flasche habe ich dir direkt mitgeschickt. Ich hoffe für dich, dass du es schaffst. I am watching you. Always. Der sieht dir die ganze Zeit zu. Immer. Game Master, wenn du kannst. Der Game Master. Bitte lass einen Daumen nach oben da und abonniere ganz oft. Oh, er guckt nicht die Videos. Oh, ich dachte, er guckt die Videos. Nee, du, der hat dir dieses Ketchup geschickt. Mit dem Ketchup sollst du morgen dein ganzes Essen, wie soll ich das sagen, ja? Auf jeden Fall sollst du auf dein ganzes Essen morgen dieses Ketchup drauf machen. Okay, kann ich schon mal anfangen mit dem Buch. Aufs Buch? Ja. Ava, du sollst es essen. Du, aber Ava, normal habe ich dir nicht erlaubt, von fremden Sachen anzunehmen. Ich glaube, ich muss das erstmal probieren. Wir gehen jetzt mal in die Küche. Ich probiere erstmal, dass das Ketchup nicht vergiftet ist, ja? Also, Ketchup essen ist auch ein bisschen schwierig.
Oh nein, Nachttisch! Dun, dun, dun. Meinst du schaffst das? Nein. Oh je. Da steht aber nicht, was passiert, wenn du es nicht schaffst. Also ich gehe jetzt erstmal in die Küche, probiere den Ketchup. Ja, und dann müssen wir morgen früh damit anfangen, denn jetzt ist schon zu spät. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil der Gamer-Style einfach da war, ist nicht normal. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den ganzen Tag mit Ketchup zu essen. Ja, du musst ja zum Glück nicht nur Ketchup essen, du meinst alles mit Ketchup zu essen. Ja, da wird dir nicht viel anderes übrig bleiben. Da steht das Ketchup noch, da steht doch noch der Brief. Was frühstückst du denn heute früh? Ein bisschen Müsli mit Kekse sind. Dann würde ich erstmal das Ketchup dazugeben, oder? Wir haben das gestern Abend übrigens noch probiert und es ist nicht giftig. Oh. Okay, na dann. Mhm. Schaffst du den Rest noch? Irgendwie ja. Wir gehen jetzt einkaufen und ich wollte einfach nicht mehr zu Hause sein, Game Master. Und wir essen jetzt mal mit Ketchup. Unser Mittagessen, ja. Ava sagte, sie will unbedingt aus dem Haus raus. Hattest du Bedenken, dass der Game Master zurückkommt? Hm. Und du denkst, ins Einkaufszentrum folgt er uns nicht? Ja. Oh mein Gott. Wir haben schon Osterdeko im Januar. Heute ist der 7. Januar. Du hast den Februar noch vergessen. Ach du meine Güte. Es wird ja immer früher. Vielleicht war das der Game Master, der die dahingestellt hat. Jetzt noch die Tote los. Gut, dann lauf. Hoffentlich muss ich da gar nichts essen. Nee, da gibt es nichts zu essen. Aber ich habe das Ketchup übrigens in meiner Handtasche. Wir haben jetzt mal einen Korb genommen. Und schaut mal, ich habe da lauter Weihnachtsohrringe reingetan. Denn die sind reduziert. Nächstes Weihnachten kommt 100 pro wieder. Ich suche mal Klamotten für die Elena. Wenn du alle hier sind für die Annabelle, dann gucken wir mal da vorne. Okay, gute Idee. Was ist los? Ach du Gott. Ich soll den vorlesen? Okay. Ava, ich war bei dir zu Hause. Dort wartet wieder ein Paket auf dich. Große Verantwortung kommt auf dich zu. Vergiss nicht, ich sehe alles. Der Game Master. Jetzt habe ich Angst, nach Hause zu gehen. Oh Mann. Oh, Avi. Keine Klamotten mehr, nur weggehen. Wir sind jetzt im Eispapier und ich habe richtig Hunger. Na, dann setz dich mal her. Schau, meine Mama hat hier das Ketchup und meine Waffel ist da. Yay, lecker. Mmh. Sorry, Avi, das tut mir so leid für dich. Game Master, siehst du es? Okay, gut. Ja, du schaffst das. Avi, bitte, bitte. Wer weiß, was sonst passiert. Nicht nach Pommes. Da seht ihr das Ketchup. Und ich probiere jetzt. Apfelmus. Schmeckt nach Pommes, oder? Schmeckt sehr seltsam. Mama, ich glaube, ich habe da hinten etwas rennen sehen. Ich will mal gucken. Ich glaube nicht, Avi. Wo will da jemand hingerannt sein? Mama, guck mal. Ja. Guck. Was? Ach du Gott. Der ist uns die ganze Zeit beim Einkaufen gefolgt, Ava. Oh mein Gott, jetzt können wir wieder nach Hause. Noch sind wir hier sicher. Ach du meine Güte. Eigentlich wollte ich hier nach Schuhe gucken, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Und wir hatten genug, wir gehen jetzt wieder heim. Wir sind wieder zurück und wir waren echt lange da, wo es schon dunkel. Ja, und wir haben weiter nichts gegessen, wir haben den Game Master nicht mehr gesehen, deswegen hatten wir dann die Kamera auch nicht mehr an. Ja. Jo, und jetzt, Ava, was machen wir jetzt? Willst du jetzt erstmal in dein Zimmer gehen und gucken, ob da das Paket wirklich ist, wie der Game Master das geschrieben hat? Traust du dich noch nicht? Traue ich mich nicht. Sicher? Nicht. Okay, ja, dann lassen wir es auch erst nochmal. Aber ich habe tierischen Hunger. Okay, na dann geh mal in die Küche, geh mal gucken. Hier nicht die Maske kaputt machen, stell mal vor, der kommt für die zurück und dann ist die kaputt. Hast du die gerade weggeschnippt? Okay. Ja. Okay. Die isst du unheimlich gerne. Die lagen da noch offen. Ich glaube, die müssen dann auch mal irgendwie weggepackt werden. Als du gestern Besuch hattest. Ich brauche meine Blaue.
Da! Bevor der Game Master zurückkommt und Gott weiß, was mit dir macht. Denk lieber ans Ketchup. Na geht's? Das ist eigentlich. Und? Ist das gut für eine. Ist gut, wenn man Zuckerentzug machen will, oder? Mama, ich hab immer noch Hunger. Kann ich mir Milchreis machen? Klar, warum nicht? Dann muss ich mir aber als allererstes Milch kochen. Okay. Soll ich dir das heiße Wasser reinkippen? Ja. Okay. Aber ich glaube, das müssen wir erst nochmal aufkochen. Schau mal. Okay, also dann kann das Wasser kochen und die Milch für den Milchreis, ja? Ja. Dass ich nicht verhungere, nasche ich ein paar Trauben mit Ketchup. Yay! Fertig! Okay. Und guck erstmal, ob du das überhaupt mit Ketchup runterkriegst. Okay. Jetzt wird's Schlimmer teilen. So viel Ketchup. Kann ich noch Ketchup in meinen Tee machen? Nee, in deinen Tee brauchst du keinen Ketchup machen, das ist ja nichts zu essen. Oh. Löffel. Das wird jetzt schön. Der Prinz weiß, sollen wir wirklich mal nachgucken. Der Gott weiß, was er macht, dann wird es nicht machen. Willst du erst in dein Zimmer gehen, nach dem Paket gucken? Ja. Okay, weißt du was, Ava? Mhm. Dann sagen wir an dieser Stelle auch erstmal Tschüss. Ja. Okay. Und ihr seht dann, was der Game Master in Avas Zimmer hingestellt hat im nächsten Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ja, aber was ist denn mit dem Game Master? Was ja, sollen sie? Fake. Ja, genau. Also wir wollen das euch auf jeden Fall am Ende eines jeden Videos sagen. Das ist die Maske, die Avas Papa dann immer aufhat. Ja. Und ja, trotz allem gibt es ein weiteres Video, denn ihr scheint da echt drauf zu stehen. Euch scheint das Spaß zu machen. Wir freuen uns, dass ihr daran Spaß habt. Ava hatte am alles mit Ketchup essen wenig Spaß, glaube ich. Enttäusche mich nicht. Es lebt. Weiß es nicht. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Uns ist heute beim Einkaufen was ganz Gruseliges passiert. Ja. Mhm. Der Game Master hat uns verfolgt. Er hat dabei seine Maske verloren. Wir blenden euch das jetzt nochmal ein, was da passiert ist. Mhm. Ja, wollen wir das machen? Bevor ihr die Szenen allerdings seht, haben wir wieder eine Challenge für Chef, diesen 3 Sekunden den Daumen runter schlagen, die Glocke einzuschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Game Master in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein Emoji in die Kommentare. Genau, so jetzt seht ihr, was uns heute beim Shoppen passiert ist und dann sind wir gleich wieder zurück. Mhm. Ich suche mal Klamotten für die Elena. Wenn du alle hier sind für die Annabelle, dann gucken wir mal da vorne. Okay, gute Idee. Was ist los? Ach du Gott. Ich war bei dir zu Hause. Dort wartet wieder ein Paket auf dich. Große Verantwortung kommt auf dich zu. Vergiss nicht, ich sehe alles. Der Game Master. Jetzt habe ich Angst, nach Hause zu gehen. Inzwischen. Hier ist der Brief, den Ava vorhin im Toys R Us gefunden hat. Schaut euch übrigens auch mal das Video an, denn heute musste Ava auch alles mit Ketchup essen. Ja. Das Video kam am Sonntag, also auf gar keinen Fall verpassen. So, und jetzt, was machen wir? Ich habe Angst, wenn ich nicht gucke, kommt der heute Nacht und gar nicht wissen, was er machen kann. Also willst du jetzt in dein Zimmer gehen und gucken, was da für dich liegt? Okay, ja, dann los, komm. Ich komme mit oder willst du alleine gucken? Komm bitte mit. Na dann, komm, gehen wir mal gucken. Licht ist schon mal an. Da ist es echt riesig. Oh, da ist es auf dem Bett, ja. Okay. Oh, da ist schon wieder was. Schon wieder ein Brief. Steht schon mal wieder Ava. Ava, das ist ein besonderes Paket. Scheine zuerst mit einer Taschenlampe herein und errate, um was es sich handelt. Dann musst du die volle Verantwortung übernehmen. Ich werde es in den kommenden Tagen vielleicht überprüfen.
Enttäusche mich nicht. Es lebt. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, ich brauche jetzt erstmal für dich, weißt du was, mit der Handytaschenlampe, hä? Ich hol mal das Handy. Ich hol mal mein Handy. Okay. Gut, erst musst du das Paket aufschneiden, dann darfst du nicht reingucken, glaube ich. Okay. Was denn? Okay, mach mal das Paket auf. Das ist ein kleines Hündchen. Oh mein Gott! Der bewegt sich voll. Das ist ja krass. Das ist ja cool. Willst du das mal rausholen? Ja. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, du musst erst die Taschenlampe ausmachen. Genau. Wow, das ist ja krass. Guck mal. Ich dachte schon, der hätte dir da einen echten Hund reingepackt. Das wäre ja Tierquälerei gewesen. Ja. Okay, na dann holen wir den mal raus und gucken uns den mal genau an. Ich glaube, er will, dass ich so tue, als ob er echt ist. Meinst du? Mhm. Wer weiß. Okay, gut. Wenn du das denkst, dann machen wir das auch. Okay. Dann braucht er doch als erstes mal einen Namen, oder? Dudu. Dudu? Okay, gut. Dein Hund, dein Name. Oh Gott, der ist ja so süß. Gut, wir holen den raus und gucken uns Dudu mal genauer an. Ja. Das ist so aktiv. Der ist ja wirklich süß. Oh Mann, ehrlich? Wollen wir mal gucken, was der kann. Also ich glaube, der kann nur bellen und Männchen machen. Oh, da hat dir der Game Master aber was Schönes gebracht. Ich dachte immer, der wäre voll gemein. Wer weiß? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen ihm mal etwas zum Trinken bringen. Wenn ich so tue, ob du echt wärst, musst du auch was essen und trinken. Also bleib mal hier, du. Ich will dir was trinken. So. Das wäre jetzt schon genug. Und jetzt gehen wir wieder zu Dudu. Na dann los. Hast du Angst, du verschüttest? Du läufst so langsam und vorsichtig. Was, ein Brief? Schon wieder. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Mhm. Gehen wir mal dahin. Und da ist ein Brief hier vom Game Master. Schon wieder? Oh Mann. Jetzt muss ich ihn aber doch vorlesen. Leg die Maske vor die Haustüre. Nicht vergessen, sonst komme ich heute Nacht und hole sie mir. Das willst du nicht. Der Game Master. Dann machen wir das mal jetzt ganz schnell. Ich finde nicht. Ich habe euch doch gesagt. Dass der heute Nacht kommt. Ja. Dudu? Du musst immer mitkommen. Okay. Oh Gott. Meinst du, der kann dich beschützen? Mhm. Ja, da ist die Maske, genau. Nicht so schön. Nee, wirklich nicht. Somit habe ich Dudu. Ja, dann leg die mal vor die Haustüre. Ich denke, der meint von außen, sonst muss der ja wieder reinkommen. Leg sie von außen vor die Haustüre am besten. Super. Gut. Jetzt kommt der wenigstens heute Nacht nicht. Hoffentlich. Hoffentlich kontrolliert der Game Master nicht, dass ich gut auf dich aufpasse. Abonniert unseren Kanal, damit ihr das nächste Game Master Video nicht verpasst. Denn das bleibt mit dem Game Master bestimmt noch spannend. Mhm. Was meinst du, Ava? Ja. Dass der sich wohl noch alles ausdenkt? Mama! Baby, was ist denn los? Guck mal.
War der bei dir im Schulranzen? Keine Ahnung. Noch ein Brief vom Game Master. Sollen wir ihn vorlesen oder einfach wegschmeißen? Vorlesen. Ich meine, ja, wir sollten ihn vielleicht einfach wegschmeißen. Mama, wer weiß, was er machen kann. Okay, du hast recht. Okay, also, wartet mal. Ava, du wirst mich nicht los. Mach dir keine Hoffnung. Heute musst du eine Challenge bestehen. Deine Schule hat wieder angefangen. Sei kreativ. Zeige mir verschiedene Arten, wie man Hausaufgaben machen kann. Streng dich an. Wenn du mich enttäuschst oder eine Art vergisst, wird etwas Schreckliches passieren. Der Game Master. Oh mein Gott, du musst zeigen, wie viele Arten es gibt, Hausaufgaben zu machen, Avi. Okay. Fang am besten mal sofort an. Ja. Was ist die erste Art? Mama, wir können es nicht sofort sagen. Wir müssen es erst planen. Das ist eine gute Idee. Stell dir mal vor, wir vergessen sonst was. Okay, setz dich her. Nimm dir was zu schreiben und wir planen erstmal. Was gibt es denn für Arten, Hausaufgaben zu machen? Okay, ich schreibe mal die erste auf. Welche sollen wir denn erst aufschreiben? Was ist denn eine Art, Hausaufgaben zu machen? Abschreiben in der Schule. Ja, das, ja. Zwar keine, die ich vorschlagen würde, aber es ist tatsächlich eine. Okay, dann mach du deine Liste und wenn du dann fertig bist, fangen wir an, ja? Aha. 20 Minuten später. Bin fertig, aber voll nervös. Gut, wollen wir uns ranmachen? Bevor wir jetzt anfangen, haben wir eine Challenge geschafft. Die ist in 4 Sekunden den Daumen schlagen, die Glocke schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Hausaufgaben in die Kommentare. Wenn ihr schreiben könnt, macht ein Stift-Emoji in die Kommentare. Ja, und wir fangen jetzt wirklich an. Ich glaube, jetzt haben wir uns lang genug da vorgedrückt, oder? Ja. Ja. Ich hab eine Idee. Mama, ich bin zu Hause und ich will das allererstes Hausaufgaben machen. Ich wollte unbedingt Hausaufgaben machen. Ich war schon in der Schule so. Dann kann ich Hausaufgaben machen. Ava, hast du die Deutschhausaufgaben gemacht? Ich habe die total vergessen. Darf ich die schnell bei dir abschreiben? Nee. Oh, bitte, Ava, bitte, nein, bitte, sonst kriege ich tierischen Ärger. Immer abschreiben. Mach dir doch einfach mal. Bitte, Ava, bitte, bitte. Ich habe sie auch gar nicht verstanden. Ich hätte die gar nicht machen können. Bitte, komm, gib mir doch einfach das Heft. Lass mich doch einfach abschreiben. Danke. Ich will abschreiben. Hier. Gut. Bitte. Hier. Dankeschön. Nicht mal nicht vergessen. Ja, aber wenn du die doch machst, dann machst du die doch für uns beide. Nein, ich mach sie für mich selber. Ja. Hausaufgaben zu machen ist so blöd. Ich muss auf Toilette. Das ist besser. Oh, Mama, ich muss zur Küche. Jetzt will ich eine Akte. Ach, mein Rechnen ist so dumm. Hey Siri, was ist 3 mal 9? 3 mal 9 ist 27. Oh, jetzt habe ich auch noch Geschichte. Hey Siri, wann ist Napoleon geboren? Napoleon Bonaparte wurde am 15. August 1769 geboren. Warum muss man etwas auswendig lernen, wenn man ein Handy hat? Heute habe ich etwas echt Schwieriges auf. Ich muss mich konzentrieren. Mama? Ja? Kannst du bitte leiser sein? Ich muss mich echt konzentrieren. Ich muss auch was arbeiten, Ava. Ich kann hier nicht einfach aufhören zu arbeiten. Hoffentlich jetzt alles still. Ich muss jetzt erstmal die Spülmaschine ausräumen. Das Geschirr stapelt sich schon. Mama, könntest du leiser sein? Du kannst nicht wirklich gar nicht arbeiten. Ava,
mich nur konzentrieren mit lauter Musik. Alexa, play Twisted Sister. Ich muss schnell Hausaufgaben machen. Oh, warum habe ich sie nicht früher gemacht? Es ist ja schon mitten in der Nacht. Schlaf gleich ein. Also heute haben wir Seite Nummer 21 auf, glaube ich, und A und B. Aber wir haben auch Sternchen, C und D, aber ich mache nur A und B. Wer will denn Sternchen machen? Und A und B ist viel mehr nötig. Ich mache immer nur das Nötigste vom Nötigsten. Ich will unbedingt mal die Tina anrufen. Ich habe eine ganz große Frage. Hallo? Ja. Hi Tina. Ich wollte dich gerade mal was fragen. Mhm. Hast du mal Zeit? Cool. Wir treffen uns um 1 Uhr. Gut. Ciao. Das waren all die Szenen, die dir eingefallen waren. Die haben wir alle abgefilmt. Ich hoffe ja wirklich, dass der Game Master damit zufrieden ist. Ja. Was denkst du denn? Meinst du, der ist zufrieden? Aha, ich weiß es einfach gar nicht. Schreibt in die Kommentare, ob wir welche vergessen haben. Ja, schreibt uns ganz dringend jede Art der Hausaufgaben, die Ava vergessen hat, in die Kommentare. Dann können wir die vielleicht schnell noch nachfilmen und dann passiert nichts. Aber was? Natürlich. Den Game Master gibt's natürlich nicht. Aber schreibt uns trotzdem die Artenhausaufgaben in die Kommentare, die Ava vergessen hat. Dann können wir vielleicht noch einen zweiten Teil für euch filmen. Und ja, weil ihr wisst ja, die Game Master Videos sind bei uns und bei allen anderen fake. Auch wenn die es euch nicht sagen und so tun, als sei es echt und sich wirklich Mühe geben. Sogar wenn der Channel heißt, wir lügen nie. Genau. Wochenende ist etwas Schreckliches passiert. Der Game Master hat uns wieder beim Einkaufen verfolgt. Wie das alles so war, zeigen wir euch jetzt. Aber wir haben auch eine Chance verschafft, die jetzt in 4 Sekunden den Daumen hoch schlagen, die Glocke anschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Wochenende in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein Emoji, das so. Und jetzt seht ihr, was passiert ist. Und guckt mal, was wir deswegen machen mussten. Sneak Peek und jetzt geht's los. Ah, die Kleinchen lassen echt los. Na, dann guckst du dir mal an. Oh nee, der ist uns bis hierher gefolgt. Über 100 Kilometer. Avi, was das wohl bedeutet? Ist hier ein Brief? Nee. Nee, hier ist nirgendwo ein Brief, oder? Da ist nur unsere Kiste, unsere Tüte. Nee. Oh Mann. Ich glaube, wir nehmen die Maske besser wieder mit. Vielleicht hat er uns gesehen und hat gedacht, oh shoot. Und hat die Maske hingeschmissen und abgehauen, dass keiner denkt, er ist der Game Master. Du meinst, der hat die Maske abgeschmissen, damit er unerkannt entkommen kann? Mhm. Das kann natürlich gut sein. Oh Gott, naja. Komm, dann laufen wir mal schnell weiter. Und das wird schwarz nach oben, oder? Nee? Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Game Master bis zu Primark gegangen ist. Schaut mal, jetzt spielen hier auch noch die Lichter verrückt. Wir glauben, dass es der Game Master ist. Wir sind zurückgekommen und schaut mal, draußen ist echt dunkel. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Aber hier zu Hause ist alles okay, oder? Ja. War der Game Master da? Nee. Wir haben überall geguckt. Jetzt müsstest du halt ins Bett gehen. Mama, ich glaube echt, er kommt, während ich schlafe. Ich glaube nicht. Wenn der kommen wollte, wäre der bestimmt bis jetzt schon gekommen. Kannst hochgehen, ich komme sofort nach. Okay. Nachtchen. 6 Stunden später.
Ja. Ach du Gott. Hast du die gekauft? Nee. Hat Papa die gekauft? Nee. Wir sind gestern auch direkt mit nach dir dann ins Bett. Ich weiß, wer das war. Wer? Der Opa? Der Game Master. Der Game Master, meinst du? Wie kommst du denn da drauf? Das ist ein Zettel. Ehrlich? Da steht Ava. Baue die Burg im Wohnzimmer auf. Ich bin nicht weit. Jetzt musst du ja wissen, egal wo du hingehst, es gibt ein Entkommen, der Game Master. Ach du Gott, der verfolgt uns überall hin, Ava. Der war vielleicht letzte Nacht hier, während wir geschlafen haben, so wie du dachtest. Hier, aber hol mal den... Ja. Ja, das war aber doch nicht gestern, Avi. Das war doch vor ein paar Tagen. Der hat doch die Maske dann geklaut gehabt. Oh, hol mal den Papa, der muss uns helfen. Was stand da? Wo sollen wir das aufbauen? Im Wohnzimmer. Okay, komm, hol den Papa, der muss uns helfen. Wir müssen dann Papa? Hier... Wir müssen dann hier hinten alles ausräumen. Papa? Ja? Hier. Wir brauchen deine Hilfe. Ian, guck mal, was passiert ist. Der Game Master war... Der Game Master war da, als wir geschlafen haben. Und du findest das cool? Ich finde eine Bouncy Castle cool. Und der hat geschrieben, wo müssen wir das aufbauen? Im Wohnzimmer. Ja, aber ich denke, okay, es wird also länger... Okay, mehr als eine Minute, das vorzubereiten, okay. Ja. Meinst du da ins Esszimmer rein, Ian? Meinst du, das zählt noch als Wohnzimmer, nicht, dass wir Ärger kriegen und der kommt nochmal? Ja, hier. Ja, ich bin ziemlich klickelt, also. Ja, das gehört ja zum Wohnzimmer dazu. Okay, na dann. Wollt ihr beiden mal anfangen auszuräumen? Okay, und los. Ja, ihr braucht viel Platz. Wisst ihr was, ihr könnt die Sachen dahin machen. Was meint ihr? Welche Sachen? Die Stühle, guck mal, so wie Papa gerade das trägt. Okay. Oh Mann, Ian, ohne dich wären wir aufgeschmissen. Zum Glück bist du heute da. Ich habe ein großes Sitzeres Paket für Papa. Okay, wisst ihr was? Ich räume gerade mal den Tisch ab. Oh Gott, ich glaube, die Glasschale mache ich lieber aus dem Raum raus. Oh ja, das ist wirklich viel Platz. Okay, danke Ian. Okay, jetzt können wir langsam anfangen aufzubauen. Oh ja, das ist eine gute Idee, dass das nicht umkippt. Gute Idee. Meinst du, wir sollen das ganze Teil rausräumen vielleicht? Ja, ich kann es nehmen. Okay, wisst ihr was, dann räume ich hier auch noch so diese Sachen weg. Hier drin ist jetzt echt alles leer. Wir haben sogar den Spiegel von der Wand genommen. Oh Gott, da ist immer noch der Game Master Brief. Ich wäre an deiner Stelle nicht so fröhlich. Mhm. Wer weiß, was der mit dieser Hüpfburg alles noch vorhat. Schau mal, ob da irgendwas Unheimliches drin ist, Ian, oder ob das wirklich jetzt nur eine Hüpfburg ist. Kein Wunder, dass du eine Hüpfburg hast. Auf! Normal sieht da kleiner aus auf dem Bild, aber jetzt sieht größer auf dem Bild. Witzig, gell? Ich glaube, das ist die Pumpe. Das ist wahrscheinlich das Schwerste am Ganzen. Ich glaube, das ist die Pumpe. Ach du meine Güte. Das ist eine Regenpumpe. Ja, die meinen es ernst. Ach du Schande. So bin ich. Hoffentlich fliegt unser Haus nicht weg. So bin ich. So bist du? Aha. Okay. Überlegst du, für was du das danach nehmen könntest? Ja. Oh Gott, hoffentlich passt das da rein und wir haben unser Esszimmer nicht umsonst ausgeräumt. Okay, Avi, ich glaube, du musst dich ein bisschen zur Seite setzen. Die Rutsche muss hier raus, ne? Sonst kann die Ava nicht rutschen. Du, aber ich hatte es mir gerade eben schlimmer vorgestellt. Hoffentlich ist es bequem für jemanden. Ja, Ava, hoffentlich ist es bequem. Ja, und wenn du es wegschmeißt, dann ist der Game Master wahrscheinlich stinkesauer mit dir. Das geht auch nicht. Und oh, hier hinten geht's gleich los. Eine Minute stand da. Alexa? Nee. Papa hat es ja noch nicht angeschaltet. Es kann losgehen.
Okay, it's gonna be loud. Okay. Das geht eigentlich. Wir müssen nur ein bisschen lauter sprechen. Ja, das besser. Ja. Das geht wirklich in einer Minute. Wow. Das ist schon fast fertig. Ja, das ist echt schon fast fertig. Abby, wenn du dich hinstellst, sehen wir dich besser. Oh mein Gott, stell dir mal vor, der Papa ist eingesperrt. Das war wirklich unter einer Minute. Wie krass ist das denn, Ava? Ja, ich glaube, du kannst rein. Ganz bestimmt sogar. Okay, und? Ist das super? Cool. Man sieht dein Gesicht gar nicht. Das Blaue ist direkt davor. Na, dann rutsch mal raus. Whee! Ja, wie stark, hey. Geil. Cool. Ian, kommst du da wieder raus, ja, ne? Krass. Cool, die ist so super. Ava. Oh mein Gott, da hinten ist der Game Master auf dem Balkon. Oh mein Gott. Und jetzt ist er wieder weg. Oh, Ava. Avi. Oh Gott. Geh den Brief mal holen. Nee. Oh Gott, du bist so nervös. Hier, schnell. Oh gut. Oh mein Gott. Komm vor. Komm vor, nicht stolpern. Oh mein Gott. Und was steht da? Ava, du musst hier und 24 Stunden auf der. Ava, du musst es lauter vorlesen. Okay. Ich glaube, wir hören das nicht. Hören nicht du noch mal. Okay. Oh Gott, der ist ganz nass geworden. Ava, du musst 24 Stunden auf der Hüpfburg bleiben. Trau dich in der Zeit nicht runter. Ich beobachte dich ständig. Du hast 5 Minuten, um dir ein paar Sachen zusammenzusuchen, die du mitnehmen willst, der Game Master. Du musst 24 Stunden da drauf bleiben. Was willst du mitnehmen? Also, als allererstes. Okay. Dann würde ich noch ein Kissen mitnehmen, Ava. Da muss ich mich jetzt bei allen alles zusammensuchen. Aber das zeigen wir euch in einem anderen Video. Wir würden uns jetzt über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, das nächste Video einzuschalten. Das kommt morgen. Und wir sehen euch dann. Tschüss. Und nicht vergessen, das ist nicht echt. Den Game Master gibt's gar nicht. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß mit uns.